Ja, dann fragen wir mal nach in Kairo bei Alexander Stenzel. Wie ist denn die aktuelle Lage in Kairo und im ganzen Lande? Sie ist im Moment relativ ruhig, aber es wird wahrscheinlich heute Abend wieder zu Demonstrationen kommen. Was allerdings bedenklich ist, es sind sehr viele Muslimbrüder verhaftet worden nach den blutigen Ereignissen gestern. Und es wird die Bruderschaft natürlich erneut provozieren, weil sie sagen, wir waren doch die Opfer, über 50 Menschen auf unserer Seite sind doch getötet worden und nicht auf der Seite des Militärs. Und natürlich hat der Interimspräsident eine Untersuchung angeordnet, aber wenn die sozusagen nur auf der einen Seite, auf der Seite der Muslimbruderschaft untersucht wird, wer sozusagen an den Straßenschlachten gestern verantwortlich war, dann provoziert es natürlich die Muslimbrüder. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Spannungen eher erhalten bleiben. Nun ist ein neuer Übergangsregierungschef gefunden oder installiert worden. Wer ist das und was kann der leisten? Er ist wohl ein liberaler Geist, ein Wirtschaftsfachmann, ist jetzt nicht so wahnsinnig bekannt. Er war auch als Finanzminister in der Revolutionsregierung nach dem Sturz Mubaraks auch tätig. Es ist wahrscheinlich auch kein Fehler, wenn man jetzt nicht die allerprominentesten Politiker oder Personen aussucht, die durch harte politische Thesen in der Vergangenheit aufgefallen sind. Ich glaube, dass es nicht ganz ungeschickt ist, jetzt möglichst schnell Leute zu finden, die sozusagen gute Arbeiter sind, die möglicherweise auch gar nicht vorhaben, politisch groß Karriere zu machen, wenn dann Ägypten in der Demokratie angekommen ist. Der Plan ist ja jetzt einfach, möglichst schnell eine regierungsfähige Mannschaft aufzustellen, die die brachliegende Wirtschaft wieder ankurbelt, damit man so auch den Kritikern des Putsches, also den Muslimbrüdern, den Wind aus den Segeln nimmt, sodass sie gewissermaßen keine Argumente mehr haben, um gegen die Regierung vorzugehen. Die Wirtschaft ist ein Thema, die angekurbelt werden muss. Was hat denn diese Regierung, die Übergangsregierung, noch so alles vor der Brust? Ja, also sie will, ich meine, es ist schon atemberaubend. Sie will ja in 4 Monaten eine Verfassung geschrieben haben, die dann den Bürgern als Referendum vorgelegt wird. Und da geht es natürlich jetzt in erster Linie darum, eine Verfassung zu formulieren, die auf möglichst breiten Füßen steht. Wir erinnern uns, dass im vergangenen Jahr sind ja alle Christen und liberalen Bürgerrechtler aus der verfassungsgebenden Versammlung aus Protest ausgeschieden, weil sie sich mit dem Islamisten nicht einigen konnten. Das war schon eigentlich schlimm genug. Und dann wurde diese Verfassung den Bürgern vorgelegt und aufgrund der geringen Wahlbeteiligung haben gerade mal 21% der Wahlberechtigten für diese Verfassung gestimmt. Das ist überhaupt keine Basis, um ein Regelwerk für eine Gesellschaft aufzustellen. Deswegen muss jetzt die Übergangsregierung in sehr kurzer Zeit eine Person finden, die eben eine Verfassung schreiben, die auf einen breiten Konsens stößt, damit nicht wieder so ein katastrophales Ergebnis herauskommt. Und dann soll 2 Monate später, also von jetzt abgerechnet so in circa 6 Monaten, Parlament gewählt werden und kurz danach ein Präsident. Das ist natürlich ein sehr, sehr rasanter Fahrplan. Auf der anderen Seite hat die Übergangsregierung auch nicht wirklich eine andere Wahl, weil wir sind ja jetzt 2,5 Jahre nach dem Sturz Mubaraks. Es muss etwas passieren, weil die Leute sind wirklich am Ende. Die Wirtschaft liegt brach, die Menschen sind, die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Man hört auch immer wieder von Demonstranten, die Preise steigen, wir haben kaum was zu essen, die Löhne sind so niedrig. In der Hinsicht muss sehr viel passieren und insofern ist es sehr nachvollziehbar, dass die Übergangsregierung dermaßen aufs Tempo drückt. Aber man darf ja die Rechnung nicht ohne die Muslimbrüder machen. Und sind die Salafisten schon aus den Verhandlungen ausgestiegen? Wie stehen denn die Muslimbrüder dem Ganzen jetzt gegenüber? Ja, also man wundert sich vielleicht in Deutschland, warum die so hartnäckig dagegen sind. Aber die Erklärung ist relativ einfach. Die Muslimbruderschaft wurde 1928 gegründet. Dann nach 84 Jahren, also im vergangenen Jahr, ist es ihnen dann endlich gelungen, einen Präsidenten zu stellen. Die Muslimbruderschaft schaut durchaus auch auf gute Phasen ihrer Geschichte zurück, mit Höhen und Tiefen, das ist natürlich klar. Aber das ist natürlich eine stolze Organisation. Und nach 84 Jahren diesen Sieg zu erringen, einen Präsidenten aus der Muslimbruderschaft zu stellen, diesen Sieg möchte sie sich natürlich nicht nehmen lassen. Nach nur einem Jahr. Morsi war ja nur ein Jahr im Amt. Und daher dieses enorme Engagement. Sie fürchten, dass sie, wenn sie diese Entscheidung des Putsches nicht rückgängig machen können, fürchten sie natürlich, in der politischen Bedeutungslosigkeit zu versinken. Und die einzigen potenziellen Verbündeten, die sie haben, sind die Salafisten, die gestern aus den Verhandlungen ausgestiegen sind. Aber heute sind schon wieder Kanäle geöffnet worden,
Das heißt, selbst die Salafisten kooperieren mit der Übergangsregierung. Und das wiederum bedeutet, dass für die Muslimbrüder sozusagen die politische Luft immer dünner wird. Und sie kämpfen ums Überleben oder zumindest gegen die Bedeutungslosigkeit an. Reden wir nochmal ganz kurz über El-Baradei. Es hieß ja nun zwischenzeitlich, er sollte Übergangsregierungschef werden, dann wieder nicht. Und er sei nicht so sehr verwurzelt im Land, weil er zu lange im Ausland gelebt habe. Kann es sein, diese Ernennung jetzt zum Vize-Übergangspräsidenten, ein langer Titel, dass man ihn dort hoffähig machen will, eventuell dann auch für die Präsidentenwahl? Das kann gut sein. Er hatte ja auch politische Ambitionen, deswegen hat sich ja auch vor der Revolution, nach der Revolution auch immer politisch geäußert. Ich glaube, deswegen ist er auch so anfechtbar. Also da komme ich auf das zurück, was ich vorher gesagt habe. Die Personen, die sozusagen politisch nicht so wahnsinnig aufgefallen sind in der Vergangenheit, die haben es gewissermaßen leichter, in der Übergangsregierung zu bestehen. El-Baradei war halt schon immer exponierter, aussagekräftiger, pointierter. Und deswegen ist er so umstritten. Aber ich denke auch, er möchte im Rennen bleiben und soll auch im Rennen gehalten bleiben. Dann sage ich an dieser Stelle danke für die Informationen und Einschätzungen aus Kairo. Alexander Stenzel.